Hallo und schön, dass ihr weiterhin dabei seid bei Let's Play Mittelerde Schatten des Krieges Teil 11. Wir machen jetzt hier die Mission die Augen des Hexenkönigs und ja, gar kein großes Gelaber. Let's go, bevor da drüben diese leitenden Viecher kommen. Genau, mit dem Palantir, bla bla bla. Stellen wir uns ihm. Oh. Saubere Schnitte. Und sie haben ihre Waffen nicht gezogen. Das scheint mir Eltariels Werk zu sein. Sie handelt unüberlegt. Einige dieser Orks hätten gute Gefolgsleute abgegeben. Wir müssen sie finden, bevor sie all unsere potenziellen Rekruten erlegt. Das ist sowas Dämliches, hier bewege, um die Spur zu fokussieren. Das hätte man auch gleich weglassen können. Das ist einfach so ein Bullshit. Man drückt zweimal den Controller rechts nach oben, links nach unten. Und dann macht man es nochmal und dann sind die Spuren scharf. Also ein Gimmick, das ziemlich langweilig ist, will ich meinen, aber. Wenn du nach Ringgeistern suchst, kommst du zu spät. Doch bevor ich ihn angriff, sprach er mit einem Ork, der anders als die anderen war. Aha. Es sind Würmer in der Nähe. Vielleicht können sie uns sagen, was vor sich geht. Falls wir sie lebend fassen. Du entscheidest nicht, wen ich am Leben lasse, Ringschmied. Das solltet ihr beide nicht vergessen. Du sollst runter, du Idiot! Verdammt! Manchmal ist das schon ein richtig gehirnamputiertes Idiotenschwein. Meine Güte. Hält er sich da an dieser verfickten Wand fest? Wen interessiert's? Oh fuck. Wieso ist der runtergefallen? Drei Schleicheroberungen. Oh, hier ist gar keiner umsonst hochgeklettert. Naja, egal. So, du Idiot. Meinst du, du kommst da jetzt mal runter, ohne dass das passiert? Wundervoll. Hallo? Die Nazgul haben Umgang mit besonderen Orks. Wer sind sie? Sie werden Auserwählte genannt. Aber ich weiß nicht, wofür sie auserwählt wurden. Na, musst du sterben. Ach nee. Redet auch ins Gehör, du. Ist hier noch so ein Dritter? Na, schade. Es ist besser, die Köpfe deiner Feinde an den Wellen aufzuhängen. Vielleicht. Ach, der gehört schon uns. Meine Fresse. Hallo! Von hinten überfallen! Was ist der Zweck der Auserwählten? Sie schützen die Hädie! Es geht irgendwie um den seelenden Stein! Das ist alles, was ich weiß! Na dann, willkommen im Team! Hallo! So, da oben müsste der nächste Bogenschütze sein. Oder der letzte, nennen wir es eher so. So, haben wir diesen Scheiß-Bonus auch gemacht. Na, spring doch, Junge! Spring! Spring! Ja! Das hat sich an der Steuerung. Talion hängt so oft irgendwo fest. Ihr habt es ja eben gesehen und macht dann so einen Bullshit. Hallo! Wuhu. Und das nervt. Was haben die Hädie enthüllt? Nur die Kreischer wissen es. Die Auserwählten töten jeden, der sich nähert. Ja, okay. Fragen wir weitere Würmer. Der ist da oben. Ich
Ich hab ihn, sagt. Die Auserwählten, woher kommen sie? Die Kreischer haben sie in einem Ritual erschaffen. Alles streng geheim. Ich weiß nicht wo. Na gut. Vielleicht weiß das der Letzte von euch. Würmern. Luft, Talion. Luft, schneller. Solange der Hexenkönig den Palantir besitzt, werden alle Türme der Auserwählten seine Augen sein. Dann müsste das Ritual zur Erschaffung der Auserwählten. Wo findet es statt? Niemand weiß es. Wird ein Hauptmann erwählt, schicken die Kreischer einen Wurm, der ihm sagt, wo er hin muss. Toll. Sagen wir Eltariel, was wir wissen. Das ist für Sie nicht von Belang. Wir haben unsere Mission und Sie die Ihre. Ihre Mission ist die Vernichtung des Feindes, der uns folgt. Je mehr Wissen wir teilen, desto besser. Ich mag Talion überhaupt nicht. Wisst ihr, der Celebrimbor ist so erfahren in seinem Leben, ja, und hat so viele Vorschläge auch im letzten Teil schon gehabt, wo ich gesagt hätte, ja, Mann, hätte ich genauso entschieden, hätte ich genauso gemacht. Dann kommt Talion und sagt, nein, wir machen das. Meine Güte. Auch beim letzten Mal gibt er dieser Tussi den Ring. Ja, hätte er sie doch einfach umgebracht mit Ringe. Hätte Celebrimbor auch zurückgekriegt. Hä? Die stand doch hier. Verarschen? Ernst, ist jetzt ein Spielfehler? Und links ist die Map. Erreiche Eltariel. Ich laufe jetzt nur in die Richtung, weil dieser graue Pfeil unten links auf der Map in die Richtung zeigt. Weil sie als die goldene Tussi natürlich nicht zu sehen war, ne? Wo soll sie sein? Ist hier nirgends, seht ihr das? Ja, ich verlasse das Auftragsgebiet, dann müsst ihr mir diese dumme Bitch mal zeigen. Ein Spielfehler. Kann ich mir nicht anders erklären. Oder wir müssen die Bitch suchen, aber warum sollte sie sich verstecken, wenn sie mit uns zusammenarbeitet? So, dann wieder darüber. Ich mach die Sicht mal aus. So, da drüben sollte ich die finden. Fangen, finden, whatever. Fangen, finden, ficken, alles mit F. Spring doch da hoch, Talion. Mensch, du bist doch nicht so dämlich, oder? Meine Güte. So, hier sollte die Tussi doch sein. Gott. Ich soll das hasse, ne? Ich will den Auftrag eigentlich nicht verlassen. Gucken wir mal, vielleicht müssen wir auch einfach nur so einen Punkt ausgeben, damit das besser wird. Oh, was ist da hinten? Erhalte eine zusätzliche letzte Chance. Oh, sehr gut. Was ist das? Drücke 4, um mehrere Feinde ineinander hinzurichten. Alles klar. Fähigkeiten, die Macht kosten, verbrauchen nicht mehr deine gesamte Macht. Oh, cool. Nimmst du ja deine Angriffe auf. Eine perfekte letzte Chance gewährt dir volle Macht. Das ist auch sehr geil. Ja, das mit der Furcht einflößen und Schleichtötung machen wir. Und was ist das hier? Verzehren. Und was ist das? Sammle automatisch Beute von besiegten Feinden ein. Uninteressant irgendwann zum Skillen. Nehmen wir noch den Karagor-Reiter. Dann können wir das auch mal. So. Vielleicht diese Bitch jetzt da. Das ist unglaublich, ne? Soll ich den Auftrag verlassen? So, jetzt kann ich das hoffentlich nochmal ab Checkpoint machen. Ich schenke dir Wahrheit und
Du vergeudest. Ah, laber mich nicht zu. Erneut versuchen. Das ist doch nicht wahr jetzt. Mann. Das ist echt zum Kotzen jetzt. Die Nazgul haben Umgang mit besonderen Orks. Kannst du das nicht abbrechen? Oh, da kriege ich die Krise mit so einer Kacke. Echt. Wegen so einem verfickten Spielfehler. Muss man jetzt direkt nochmal machen. Halt die Fresse. Mann. Da renne ich da hin und die Fotze löst sich in Luft auf. Echt. Ich werde ja nicht schnell sauer, aber wenn Technik nicht funktioniert oder sowas hier nicht funktioniert, ja, das sind Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann. Mann, das Spiel ist Monate in der Entwicklung. Wurde sogar vom Release ein bisschen nach hinten verschoben, ne? Und dann sind da so, noch solche Dinger drin. Es ist was, was ich nicht nachvollziehen kann. Fast wäre es keine Schleicheroberung geworden. Hab ich eigentlich schon gesehen. Egal, haben wir es abgeschlossen. So, jetzt geht er runter und halt die Fresse. Du sollst da runterspringen! Mann! Brutale Schleichermordung ist auf jeden Fall geil. Was ist der Zweck der Auserwählten? Sie schützen die Hädie. Es geht irgendwie ja, um die komm, wir haben das schon mal gehört. Halt die Fresse. Ah! Dummer, dreckiger, dummer, hässlicher, dreckiger Ork. Ich prügel dich zu Tode. Du, wie es verdient hast. Meine Güte. Ich hasse das echt. Halt die Fresse. Moment. Was haben die Hädie enthüllt? Nur die Kreischer wissen es. Die Auserwählten töten jeden, der sich nähert. Die Auserwählten, woher kommen sie? Aus der Kloake. Die Kreischer haben sie in einem Ritual erschaffen. Alles streng geheim. Ich weiß nicht wo. Alles streng geheim, deswegen weiß der Pisser das auch, ne? Unglaublich. Solange der Hexenkönig den Palantir besitzt, werden alle Türme der Auserwählten seine Augen sein. Mann, ich wollte hier nochmal eine geile Schleichtötung machen. Ich frage mich immer wieder, wer das hier macht. Scheiße! Ihr den zerreißt den Jungen. Das Ritual zur Erschaffung. Ja, erzählt's uns, damit wir zurück zu dieser Nuss können. Niemand weiß es. Wird ein Hauptmann erwählt, schicken die Kreischer einen Wurm, der ihm sagt, wo er hin muss. Dass sie sich selbst als Würmer bezeichnen, ne? Das spricht schon Bände. Was wir wissen. Das ist für sie nicht von Belang. Wir haben unsere Mission und sie die ihre. Ihre Mission ist die Vernichtung des Feindes, der uns folgt. Je mehr Wissen wir teilen, desto besser. Au! Au! Weia, weia, weia. In die Achsel, das tut bestimmt fucking weh. Was ist das? Im Ernst, warum explodiert da immer was? Wer ist uns denn da bitteschön auf den Spuren?
Ich erinnere mich nicht einmal an die letzte Mensch. Warum friert er ein? So, nur noch du und dann gehen wir zu dieser Bitch. Genau, stimmt, wenn wir ihn mit Dolch umbringen, dann kriegen wir was dafür. So, bitte bleib diesmal stehen. Ach, danke. Was haben deine Boten zu berichten? Der Hexenkönig sucht mit Hilfe der Hedir nach dem Ring. Sie erweitern die Macht des Palantirs. Orks genannt, die Auserwählten, bewachen sie. Auch wenn der Feind den Palantir besitzt, die Hedir sind trotzdem angreifbar. Gut. Wir kennen ihren Plan. Und jetzt zerschmettern wir ihn. Na, okay. Das war's. Echt? Ich meine, gut, der hat jetzt lange gedauert, weil wir hier Scheiße machen mussten zweimal. Voll ätzender Mist, ey. So, hoch mit dir, Junge. Hier hin. So, wir erobern mal wieder diesen Turm hier. So, das interessiert uns nicht. So, und dann gucken wir mal, wo wir jetzt hin müssen auf der Map. Was ist das hier unten? Der Etin, deine Armee ist bereit. Ja, gehen wir da jetzt hin. Das machen wir auch in diesem Video noch, weil das sonst so enttäuschend war, dass wir jetzt zweimal den selben Scheiß gemacht haben. Eben. Ist auch kein Problem. Na, scheiße, aber machen wir das doch jetzt erst noch mit dem... Ja, wir machen jetzt erst noch das, was hier oben ist. Und dann machen wir die Mission noch. Scheiß drauf, ob das dann länger als 20 Minuten dauert hier. Der Mutlose gegen... Okay. Ich will... Na, den Linken will ich haben. Wenn schon, denn schon, weil den Rechten kann ich nicht erobern. Vorsicht vor den Karagor! Sie wollen nur spielen! Aber sie sind stark. Die Karagor haben uns noch nicht gewittert. Bald greifen wir an. Hinrichtungstötung. Autsch. Oh, das tut weh. What? Nein! Zeig mir, wie du Blut kannst, Mensch! Boah, kriegen wir den doch schon hin? Das ist ja geil. Ja, rekrutieren, Junge. Ja, jetzt dienst du uns. 17 sogar. Ich dachte, es geht nur bis Stufe. Naja, ist scheißegal. Jetzt holen wir uns auf den anderen.
Ja, abgeschlossen. Das ist cool. Das ist sehr cool. Jetzt lass uns mal weiter. Mann, du scheiß Karagor. Ja, mach's gut, das wollte ich auch nicht. Batz, 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 komm schon, erober den Typen. Ja, noch ein Kommandeur für uns. Muss gehorchen, rekrutieren. Ich werde für dich erobern. Ja. So, und du ziehst dich erstmal zurück. Sehr gut. So gefällt mir das. Noch ein roter, das gefällt mir auch. Okay, warte, jetzt sind wir aber doch schon bei überzogen, wenn ich die Mission jetzt... Na, wobei, scheiß drauf, wir machen das, wie ich es gesagt habe. Lass uns mal nicht davon abhängen, machen wir mal eine längere Episode, es bleibt ja uns überlassen. Vernichte den Oberherrn, dann ist die Festung dein. Wen möchtest du mitnehmen, außer mir natürlich? Den Oberherrn an. Verbesserung. Was ist das? Kosten für Verbesserung 700. Was? Money? Ja, okay. Was habe ich jetzt? Scheißegal, ich sollte genug haben. Wir rücken mal näher. Deine angreifende Armee wird mit einer Gruppe von Karagor-Reitern verstärkt. Die angreifende Armee erhält Verstärkung von einer Gruppe explosiver Sprengmasse, die Festungstore angreifen. Aha. Die angreifende Armee wird mit einer Gruppe von Ulokai verstärkt, die Festungswelle einreißen können. Ja, das erwerben wir. Hallo, Bum. Ach, das kann ich alles machen. Oberherr? Häuptling. Können wir den auch erobern? Das können wir alles machen. Ach nee, man muss eins auswählen. Ah, okay. Müssen wir darauf achten, dass der nicht stirbt. Ja, wen will ich noch mitnehmen, außer ihm? Brutz. Das ist der, den wir erobert haben in der Dings. Ubok der Mutlose ist Stufe 17, 16, Stufe 15, Stufe 13, 12, 17. Puh. Der ist 17. Ah, Flammenbauch. Und was ist er hier? Dunkelstamm Meisterschütze. Legendär sogar. Nehmen wir ihn mit. Was macht er? Jäger hat die angreifende Armee mit den Jägern versteckt, die mit den Wurfspeeren insbesondere das Beste aus der Ferne durchbohren. Nehmen die angreifende Axt schwingen den Müll hinein. Die Einnahme von Siegpunkten beschleunigen können. Ja, machen wir das. So, wunderbar. Was ist... Ah, ab Stufe 20, alles klar. Gut. Dann starten. Bin gespannt, wie das läuft hier. Weil das war ja das, was sie im Trailer so gefeiert haben, dass man Festungen erobern kann. Ah, wobei, es wird lange dauern. Wir gucken uns das Video noch an, dann machen wir doch einen Cut, weil wenn sowas wirklich länger als 20 Minuten dauert oder doch 40 Minuten, haben wir hier ein Stundenvideo. Dann mache ich direkt nach der Cutscene Pause, Videoende und dann nehmen wir das ins nächste Video rein. Tut mir leid, dass ich mich doch so viel umentscheide, aber wenn das hier 40 Minuten dauern sollte, hätte ich ein Stundenvideo, das wäre auch mir zu lang. Das ist der Herr? Warum trägt er seinen Helm nicht auf dem Kopf? Die schwarze Sprache ist eingerostet. Eigentlich kenne ich kein einziges Wort, ist eine Scheißsprache. Aber wenn ich raten müsste, sagte er, ihr werdet alle sterben, qualvoll. Gefällt mir.
Mir auch. Ich übernehme den Oberherrn. Konzentriert euch auf die Schildträger. Sehr konzentriert euch. Sehr gut, endlich mal eine richtige Schlacht hier. Ja, hier die Pause. Tut mir in der Seele weh, dass wir das jetzt doch cutten. Aber gut, schauen wir uns in der nächsten Episode an. Hoffe, ihr gebt mir trotzdem einen Daumen nach oben, auch wenn ich mich hier wie eine Frau hin und her umentscheide. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und dann sehen wir in der nächsten Episode die Eroberung dieser Festung. Direkt im Anschluss filme ich ausnahmsweise mal. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, tut mir auch mal leid für das Hin und Her. Aber ja, bis zur nächsten Episode. Danke!